Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja, oh, ja. Das sieht geil aus, Alter. Alter, nehmen wir. Oh, oh, das ist teuer. Oh. Jawoll. Oh. Hast du noch Kuhstufe unten am Auge vor, dort mit dem Dino guckt? Ja, will ich erst mal. Oh, yeah. Ich glaube, her damit, du. Du weg, du. Oh, yes. Oh, yes. Du hielst, ne? Hallo. Was darfst du sein? Oh, jetzt kommt der andere Spiel. Oh, ja, oh, yes. Alter. Also ich hätte gerne Park. Und du? Wälze. Es geht. Ja, okay. Und sie? Welche? Was ich mache jetzt? Ich mache okay. Wälze. Also zwei Wälze ohne Park. Ja. Ja. Du hast mal dick was auf, Mann. Okay. Viele Wurfe zählen nicht für drei da. Er hat schon so Yes. Hey, das ist ja, Alter. Hat echt lang genug gedauert, Herr. Ja, was soll denn das? Ja, bei dem Teich bin ich da. So do. Do. Frisch. Wo ist ihr Säcke? Am Hof der Bier, oder? Ja, wir sind auf Mache. Also, wo ist ihr vom Schubkarre angefahrenen Holzköpfe? So, nochmal. Alle Hopp. Prost, Prost. Prost. Weizer ohne. Weizer ohne. Schon geht das Glas kaputt, ja? Ja. Nummer raus. Ah. Ja. Weh, du bescheißt mal die Nummer. Oh, ich bescheiß doch nicht, ich kann das doch gar nicht. Jo. Das sind alle. Und sonst noch was bei euch, du, daheim? Oh, das mitkrieg ich doch in Luch. Was denn du? Oh. Die Marianne. Marianne? Mark, haben sich getrennt. Nein. Echt nicht. Nein. Doch. Nein. Also ich konnte nicht fassen, ne? Ich hab's, also, das hat mich von Sugar Cow dort in der Karte. Und was ist du jetzt genau was? Wir waren Traumpaar. Oh, die waren zusammen. Und. Ja. Jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Oh Jesus, das erinnert mich durch Arafria. Weißt du noch, dass man so Schuhe so Geschichte, Dido und Aeneas, ne? Griechische Mythologie hat man da mal früher was. Das erinnert mich durch Erwachtra. Nee, die waren, ja, die waren du Dido und Aeneas. Das hab ich nicht? Nee, erzähl mal. Amol, vor nicht allzu langer Zeit die Dido, die fernab mit dem Ehemann Sichaios gelebt hat. Da wurde jedoch von ihrem Bruder heimtückisch und blind vor Knet umgeniedet. Dorothy ist als Führerin weg mit dem Schatz. Aber ach, Aeneas hat in Griechenland sein Liebste verloren im Kampf gegen die Grieche. Deswegen musste ach mit seiner Bagage fliehen. Als Flüchtling ist dann auf die Dido eines Tages gestoßen. Wie die Götter wollten, haben die für das Nötigste gesorgt, sodass die beide sich bei einer Jacht in Rahel verliebt haben. Nachdem die beiden Liebenden geheiratet hatten, haben sie natürlich gleich angefangen, sich ihr eigenes Städtchen, wir kennen es heute, Karthago, aufzubauen. Hat haben sie geschuftet jeden Tag, egal ob die Sonne bei 35 Grad rausgeschienen hat, ob es geräumt hat, auch wenn es mal gepisst hat, haben sie rausgemisst an die Werkzeuge und haben wirklich lang Trag geschafft. We'll be right back.
Doch als Meneas eines Dachs zur Götterbode erschienen ist, naja, du warst halt ja nicht mehr so weit. Götterbode hat ihm aufgetragen, er soll an die Küsten von Latium ziehen, wie es ihm eigentlich auch vorgegeben war, und sich nicht länger bei der Dido aufzuhalten, ne? Naja, seine Männer und er hin an ich und dann eines Tages heimlich die Sache gepackt. Und wie man es halt kennt, war das kein schönes Ende. Jawohl! Danke! Inea? Ja? Inea, was ist denn so los, was liegt denn da? Ich muss weg. Das ist mein Zeugs. Und ich muss jetzt weg. Der Götterbote war da und er hat gesagt, ich muss jetzt endlich mal meinem Fatum folgen. Was ist dein Fatum? Wohin musst du denn jetzt plötzlich? Ja, ich muss da an die latinische Küste, weil ich als Fatum habe, eine Stadt zu gründen. Und das muss ich jetzt unbedingt befolgen. Ich kann da nicht mehr länger da bleiben. Liebst du mich nicht mehr? Doch, ich lieb dich noch. Aber es kann jetzt einfach nicht mehr sein, ich muss mein Fatum befolgen und es ist jetzt alles nichts mehr. Das glaub ich dir nicht. Das kann ich dir einfach nicht glauben. Warum? Ja, was soll denn das? Du kannst nicht einfach von mir auf deiner Nacht weggehen. Vor allem, wann soll ich das erfahren? Ja, aber der Götterbote war so und hat gesagt, ich muss weg. Du musst? Ja, ich muss. Ich hab das Fatum von der Götter vorgegeben und da muss ich mich aber fragen. Aineas, denk doch noch an den Ehegelübde, was wir in der Höhle gemacht haben. Ja, aber das Fatum, das ist wichtiger. Das ist wichtiger als ich, als deine Frau. Ja, aber ich hab das und die Götter, wenn das unbedingt habe, und dann mache ich das jetzt halt. Ich bin da davon überzeugt. Ja. Und was ist, wenn jetzt mein Bruder kommt, Pygmalion? Der wird mich überrennen mit seiner Armee. Der wird mich über einen Scheiterhaufen schmeißen. Eine Frau ohne Mann ist nichts mehr wert in Karthago. Ja, aber dann ist das dein Fatum und ich muss das Fatum befolgen, das mir vorgegeben ist. Also wenn das so ist, weißt du was? Dann geh. Geh doch einfach. Ja. Geh doch jetzt einfach. Ich kann jetzt echt nicht glauben. Geh! Aber Männers, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie es heutzutage abgelaufen wäre, ne? Wie hat sich wohl in Nepals zugetragen? Ich denke mal, wir sind's alle. Wenn die Olle nicht mehr will, muss ich halt gehen. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Und was denken die da drüber? Boah, Alter. Krasse Geschichte, Mann. Oh. Ehrlich. Dramatisch. War traurig. Ja, finde ich auch. So war es auch wirklich traurig. Das ist einfach nur also, so zwei Liebende und dann Schicksal. Oh. Das Fatum, ne? Ja. Das Blöde. Das Blöde Fatum. Das ist echt nur, was das will. Ja, man sieht halt echt Parallele dazu auch aus Luke. Die waren ja eigentlich 8 mega dicke miteinander. Ja, drin, ja. Ne? Luke halt. Und dann geht es vom Ende. Ich will es zusammen gemacht und auf einmal, zack. Das war auch schon wieder im Spiel gewesen, ne? Ja. Wo bleibt denn jetzt die Bedienung? Bedienung! Ey, Fernbedienung! Was ist denn da? Ja, ich komm gleich, ich komm gleich. Ey, jetzt! Für was bist du bezahlt? Ja. Alter, also, ja. Die Jochen von Heiden, ich weiß selbst nicht. Geht. Die spöde Schlange, Alter. Oh, wir geben da gar kein Trinkgeld, Alter. Nee, der hat deine Schuhe besser aufgepasst. Verdient. Verdient. Ey, du mein liebster Heiland. Jetzt was gescheit. Da oben, wenn es geht, geht auf mich. Geht auf mich halt. Geht auf mich. Jo, jo, es geht aufs Haus. Los, Digga. Guter Mann. Ja, guter Mann. Sehr guter Mann. Jetzt hat sich jemand trinkt mit uns. Aber ja, ich muss. Wer mache die Marianne daheim, war schon. Ja. Einfach. Ich muss mein BMW bis um 8 nach Hause kommen.
Bis nächste Woche, sehr gute Zeit. Ja, alles gut, alles. Sag ich mal, ja, jetzt nochmal mit dir. Was? Hallo? Filmst du etwa? Herzlich willkommen. Filmst du etwa? Das wären dann die Outtakes. Ich war so langweilig. Genau, 3 Minuten Film, 8 Minuten Outtakes. Ja, voll geil. Aber wir müssen noch die Panoramaaufnahmen machen jetzt. Ne? Aber jetzt noch mit Lido in den ersten Teil. Das hat mich verwirrt, Alter. Schatz. Genau, ich noch ganz. Atmo, was ist denn los? Ich muss weg, weit weg. Wohin jetzt? Ja, der Götterbote war gestern da und hat gesagt, das kann ich nicht bringen. Ich hab grad so gedacht. Dann bist du so richtig sauer, so, das gibt Stress und dann kommt der Krachenwagen. Das ist ja geil. Benedikt, beruhig dich jetzt mal bitte. Wir müssen jetzt. Dann wird so, warte. Wickel, wickel. Ich kann da hoch, wir können auch. Wir können auch hoch. Nee, ich. Okay, hopp noch einmal. Jetzt ernst bleiben. So. Jetzt schon raus. Jetzt gerade, oder? Jetzt sind wir cutten jetzt. Ich hätte schon gekannt von Jonas. Dann muss ich nochmal auf denselben Knopf drücken. Ja.